Also wirklich, das Floink ist echt. Ach nee, Quatsch, nee, das Flampion ist echt gut, wenn es denn so steht, dass es dann auch diese Attacke einsetzen kann. Weil es muss zwei wegstehen und es muss eins. Also es muss die. Das dazwischen muss frei sein. Also du kannst dich nicht hinter ein Verbündetes stellen und dann angreifen. Aber dafür macht die Attacke gut Schaden. Euch gilt meine ewige Dankbarkeit für diese Gäste der Versöhnung. Danke. Ich bin euch treu ergeben. Nicht wie Emmy damals. Ja. Und jetzt hast du schon 5 Krieger. Juli. Hat er eine Cappy auf? Wer? War das hier? Hier, der dritte? Der sieht so ein bisschen danach aus, ne? Ja. Das muss man immer, glaube ich, vom Weiten dann sehen. Wir sind noch weit. Meinst du, der sieht aus wie Edgeworth? Nee. Nein. Aber es sah wirklich aus wie eine Cappy irgendwie. Ja. Na gut, wollen wir uns den mal... Ja, auf einer Folie, würde ich sagen. Ja. Achso. Wieder drauf reingefallen. Ich denke jedes Mal, das ist... aber warte. Aber du kannst dir den Kriegsherrn mal angucken. Genau. Ja, der dort ist. Der ist nett. Den würde ich dich auch sprechen lassen. Der sieht so nach dir aus. Vor allem sieht das Serpi vorhin nach mir aus. Profil. Motonari. Was ist denn? Hallo. Taktisches Geschick und ein vernünftiger Charakter zeichnen diesen Krieger aus. Dennoch würde er eigentlich viel über seine Forschungen voranbringen als sein Königreich. Ja. Ja, der hat wirklich, der hat wirklich einen Käppi. So eine Schirmmütze? Nein, also ich weiß, was du meinst. Ohne so. Deckel halt. Ja. Und Motonari trägt den Deckel dazu. Also, der Kriegsherr von vorne, ja. Setzt Pflanzen-Pokémon ein. Wir haben gerade einen Schwanz im Bild. Schon wieder. Ich meine, eine Rute. Für den nächsten Stream erst. Hier sollten also unsere Feuer-Pokémon glänzen. Wasser-Pokémon hingegen müssten sich auf einen langen, harten Kampf einstellen. Übrigens, hier wollte ich eigentlich immer machen, dass es dann irgendwie so Wortspiele sind. So sowas wie, was wäre denn bei Pflanze? Was wäre denn da? Mit so und so Attacken kann man sie... Nein, ich weiß jetzt wirklich gerade keine Pflanzenwortspiele, die man da nehmen könnte. Kranke und schlanke Attacken. Ja, aber bei manchen anderen Festungen mache ich das tatsächlich, dass ich dort dann mit Wortspielen arbeite. Du musst auf jeden Fall schon mal... Wie viele kann ich mitnehmen? Du kannst alle mitnehmen. Gibt das Sinn oder sollte ich welche hier lassen? Nee, du kannst ruhig alle mitnehmen, weil das andere Königreich, was du angreifen müsstest, da sind die Feuer-Pokémon sowieso nicht gut und du musst sowieso mindestens deine ersten beiden da, also Oichi und den Spielercharakter... Okay. Die musst du eh mitnehmen. Ich habe vor allem überlegt, ob irgendwie so Events es dann gibt, dass dann mein Königreich wieder angegriffen wird und wenn keiner da ist, wird es eingenommen. Das kommt später. Das momentan... Okay. Du hast noch Welpenschutz, würde ich sagen, in der Hinsicht. Okay. Nehmen wir alle mit. Ja. Strategie? Taktik, Strategie und nochmals Taktik. Das sind die Zutaten für einen Sieg. Fächer hat er, glaube ich, in der Hand. Die Armee von Phanaxi erscheint im Königreich von Motonari in Folion. Diese Wolke finde ich so süß. Das ja. Überlaufen. Das Königreich Folion. Du bist das neue Kriegsoberhaupt von Aurora, nicht wahr? Ich habe schon viel von dir gehört, aber so jung hatte ich dich gar nicht eingeschätzt. Ich nehme an, etwas jugendliche Energie kann nicht schaden in dieser rauen alten Welt. Vielleicht sollte meine Generation so langsam ihren Nachfolgern weichen. Er sieht doch gar nicht so alt aus, ne? Eigentlich nicht.
Aber das stand so im Text. Anime-Figuren sehen aber immer jung aus, außer sie haben einen Bart oder graue Haare oder so. Na, wenigstens in JoJo sehen die alten Leute auch mal wirklich alt aus. Stimmt. Hast du die Döner-Szene gesehen in JoJo's Bizarre Adventure? Und das ist so gut, da wird also irgendwie erklärt, also da ist er irgendwo im nahen Mittleren Osten und sieht so einen Dönerstand und dann feilschen die um den Preis von dem Döner, das ist so herrlich lustig aufgezogen. Das ist aber sowas, was ich schon ewig auf der Liste habe, zu konsumieren. Assalamu alaikum! Ich hätte gern 5 Döner oder irgendwie sowas. Lord Motonari, wie könnt ihr so etwas nur sagen? Ihr seht aus wie ein Tennisspieler mit diesem Kappending. Ohne eure Weisheit würde unsere Armee in sich zusammenfallen, Lord Motonari. Keine Ruhe, den Gottlosen, was? Ich schätze, ich tue besser, was von mir erwartet wird. Das habe ich tatsächlich so wörtlich wie möglich übersetzt, der Satz, keine Ruhe, den Gottlosen. No rest for the wicked, hat er da im Englischen gesagt. Da habe ich extra gegoogelt, was heißt das denn genau im Deutschen und woher kommt das? Und woher kommt das? Woher kommt? Das kam aus, ich weiß nicht, Bibel oder so ähnlich sogar. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Bibel war oder irgend so was Angelehntes daran. So. Andere Bücher, die halt im Regal drin stehen. So. Ja, entweder wurden alle Banner erobert für einen Sieg oder der Gegner hat alle Banner erobert. Achso, ich muss gar nicht die Gegner. Oder alle sehen. Deine. Genau, du musst sogar wirklich die Banner erobern. Selbst wenn du alle Gegner besiegt hast, musst du das immer noch tun. Und womit glaubst du, gewinnt man Kämpfe, Phanaxi? Stärke denkst du jetzt sicher nicht, wahr? Aber Stärke allein ist nicht genug. Verstehst du, was ich damit sagen will? In manchen Kämpfen geht es nicht zwangsläufig. Zwangsläufig? Oh nein, ich muss das... Okay, warte, ich muss ein Bild davon machen, damit ich das nicht vergesse. Mir schwebt der Finger über den Weiterknopf gerade. So, jetzt. Na gut. Das ist ganz wichtig, das muss ausgebessert werden. Zwangsläufig. Stell dich auf das Feld mit dem Banner, um es für die Armee von Phanaxi... Achso, von Phanaxi. Ich merke gerade, er ist der Erzähler. Ja. Erobere alle Banner und der Sieg ist dein. Erobern im Sinne von einfach auf das Feld laufen? Ja, du musst nur auf das Feld und dann hast du das Ding erobert. Aber wenn ein Gegner das Ding erobert hat, dann musst du den Gegner da vielleicht erstmal runterkämpfen. Und vor allem, du kannst diese Grasfelder benutzen, um dich quasi zu teleportieren. Das ist sehr sinnvoll. Wenn du mit dem Glumanda zum Beispiel dann in der nächsten Runde in dieses Grasfeld reingehst, kommst du schon sehr weit. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Wir finden es raus. Ach, wahrscheinlich da, ja. Schwupp! Schwupp! Was passiert denn? Ah, geht nicht. Ja. Naja, nächste Runde. Das Pummelhof ist halt auch dabei. Ja. Also ich vermute mal, es wird da stehen bleiben. Oder noch schlimmer, die beiden tauschen die Plätze. Oh. Die Ranke ist gewachsen. Das ist sowas, da stand ursprünglich Ranke ist gewachsen. Und dann wusste ich, okay, da steht das Wort Ranke, wie mit dem Vulkan. Nur, dass ich das bei dem Vulkan noch nicht gemacht habe. Mach doch Rauke draus. Die Rauke ist gewachsen. Geht auch, ne? Die Frauke ist gewachsen. Die Frauke ist gewachsen. Mensch, ist die groß geworden. Ja. Wir teilen uns also auf und konzentrieren uns darauf, diese Männer zu erobern, richtig? Alles klar, Lord Phanaxi, wir werden euch nicht enttäuschen. Ja, das scheiß Pummelhof wird das einzige sein, was nutzlos irgendwo in der Ecke stehen bleibt. Hier lohnt es sich übrigens auch wieder, die Pokémon mit sehr effektiven Attacken zu besiegen, weil du dann wieder die Krieger dazu rekrutieren kannst. Mhm. Außer bei dem von Motonari, weil der will unbedingt von einem... Achso, oder du schaffst es, ihn in 4 Runden zu besiegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du kriegst ihn trotzdem nicht in diesem... Weil er irgendwie freischaltbar ist über einen Download. Ah, okay. So. Ich bin echt ein bisschen. So. Dann kannst du damit da rein. Und dann am besten das erstmal in der Mitte, das Banner. Oder willst du da mit dem Pummelhof hin, weil da kommt sowieso gerade keiner in die Nähe.
Und dann kannst du mit dem Glumanda nämlich den... Ja, genau, ich will gucken, wo das hinläuft. Das ja. läuft wahrscheinlich hier hoch, dann kann ich dem hier den Weg versperren bzw. angreifen. Ja, irgendwie, also... Das war so die Idee. Genau, das ist auf jeden Fall ganz gut. Schwupp. Ja, nie erwartet. Ja, rein theoretisch musst du gar nicht so viel kämpfen in dem, aber auf der anderen Seite, du kriegst natürlich durch mehr Kämpfen auch mehr Erfahrungspunkte. Mhm. Oder Link. Und hier musst du jetzt sowieso das Pokémon da irgendwie wegkämpfen. Oh, der kommt hier hinten. Boah, der schickt da ja eine ganze Armee lang. Oh nein! Die Rauke ist zurückgegangen. Die Rauke ist zurückgegangen. Ja, jetzt eben die Frage so. Ja, geh da erstmal hin am besten. Ich will den angreifen. Ja. Boah, obwohl es sehr effektiv ist. Nein! Was eine ist das Fallgrube! Denn? Na, dann würde ich glaube ich erstmal wirklich auf das Banner gehen, bevor die auf die Idee kommen, das zu kriegen. Und das Gute ist, das Banner regeneriert auch KP bei dem Pokémon, was draufsteht. Also wie eine heiße Quelle. Eins davor. Stimmt, merke ich gar nicht. Ja. Hui. Das ist besser. Gut. War das nicht der sonst immer stottert? Oh nein! Kein Glück wieder mal. Übrigens, ich hab's mir da ein bisschen einfach gemacht bei dem Text gerade. Normalerweise ist das ja verfehlt. Mhm. Im Englischen steht dort Mist. Also habe ich da einfach mal Mist draus gemacht. Ich weiß, es ist falsch. Aber. Das ist effizient. Aber es fällt nicht auf, oder? Effizient. Ja. Oh. Das ist nicht gut. Mhm. Vor allem, weil ja das Glumanda da in dieser Fallgrube drin ist. Kommt es da irgendwie wieder raus? Es kommt auch wieder raus. Nach ein, zwei Runden. Jetzt offenbar noch nicht. Okay. Ja, jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann nimmst du die nächste. Nicht unbedingt, weil die nicht um dich rumkommen. Meinst du? Ja. Die haben nicht so viele Felder, die sie laufen können. Soll ich denn das Serpi vorhin mal angreifen? Ja. Evoli, ruckzucki. Ja, entweder du gehst mit Pummeluff auch da hoch, in der Hoffnung, dass... Die hier oben brauchen es mehr als die da unten, glaube ich. Ja. Ja, die da unten, die brauchen es gerade nicht, genau. Ich bin schon mal, wie weit hier das vorankommt. Mach mal, du hast mal so. Ja. Und das Flammrad von Flampion hilft da auch sehr. Von oben. Geht es trotz der Erhöhung? Ja. Müsste gehen, ja. Boah. Alter Schwede. Das, also wenn es nicht ausweicht und das Flampion vorne gegen die Wand knallt, was... Hätte ich das gewusst, ja. Hätte ich das Flying schon nach oben geschickt, ja. Vielleicht eher. Naja, gut. Ist jetzt so. Flampion, Flammenrad. Lauf. Boah. Heftig. Ihr seid so gut. Achso, bitte. Ja, wir werden niemals besiegen. Pummeluft geht. Ja. Ja, dann versperrt's das auch und dadurch kann da keiner runter. Das ist ganz gut. Außer natürlich, der kommt jetzt auf die Idee mit dem Strawickel da runter zu gehen. Hey, da ist ja ein Banner frei geworden. Stimmt. Ja, aber da müsste aber in der nächsten Runde müsstest du ja sowieso Dings machen können, hier das dritte Banner erobern können und dann hat er automatisch verloren. Stimmt. Dieses Schlachtfeld ist das Wahrzeichen des schönen Königreiches von Folium. Wir, die wir Pflanzen-Pokémon befehligen, werden hier nicht verlieren. Naja, doch. Also, hoffe ich. Na, zur Not kann man das Glumanda vielleicht noch hochheilen. Ja. Wie wäre es damit? Ist auch so ein Pokémon-Stadium-Spruch. Oh, Schrappickel ist es. Wieso soll ich der Einzige sein, der so ein Pech hat? Dein Pokémon Evoli. Es sieht so aus, als würde er schon sehr nahe stehen. Hey, übrigens, ich habe davon gelesen, dass es in einer weit entfernten Region... Ja. Ich habe davon gelesen, dass in einer weit entfernten Region... Verdammt, haben warte. Leute angefangen. Okay, warte. Oh nein, noch ein Fehler.
Okay, ich glaube, das Wort, das würde ich einfach rausstreichen in der... Also, ich habe gelesen, in einer weit entfernten Region haben haben Leute angefangen, Pokémon in kleinen Bällen einzusperren und sich mit ihnen mit sich herumzutreiben. Das war aber von meiner Seite aus okay. Richtig, ja. Ist das eine Anspielung auf Warte, mach mal weiter. Okay. Ziemlich seltsam, nicht wahr? Wie hieß diese Region noch gleich? Ach, mir fällt nur noch ein, dass dort die Admurai anders aussehen als unsere. Cool. Und dabei gab es das Spiel ja noch gar nicht. Das ist cool, ja. Und, aber er sagt wirklich sowas hier mit, die... Es gibt eine Region, wo Leute angefangen haben, Pokémon in Bällen einzufangen. Aber dass man daraus jetzt eine Anspielung machen kann zu Legends. Das ist cool. Ja. Wobei, rein zeitlich gesehen, wenn man jetzt nach Echtweltzeit geht und nicht nach danach geht, dass das Fantasiewelten sind, würden die Zeit, in der das Spiel spielt, und die Zeit von Legends nochmal ein paar hundert Jahre auseinander liegen. Also das spielt eigentlich ein paar hundert Jahre davor. Okay. Aber so genau nehmen wir es nicht. Ich find's gut, eine Anspielung auf Legends drin zu haben. Ich auch. Ich schätze die friedvollen Tage, an denen ich ganz mich mit... Was ist denn heute? An denen ich mich ganz meiner Forschung hingeben kann, liegen noch in weiter Ferne. Noch Haranken hier. Oh. Es hat einfach so mit angegriffen. Wegen seiner Fähigkeit. Blödes Viech, blödes. Kannst du dich noch erinnern, wie ich dir die Fähigkeit geschickt habe, die eine, die ich umbenannt habe? Mit dem... Wie Welche? Die hieß? Nee. Das war eine neue Fähigkeit, die gibt es auch in Pokémon-Spielen noch gar nicht. Deswegen konnte ich mir den Namen ausdenken. Die Fähigkeit, bei der man quasi, wenn das Pokémon 0 KP hat, dass es dann in die Luft geht. Dann hast du sofort gewonnen. Möchtest du vorher noch auf Pokémon besiegen, falls du kannst? Oder, ja, Sachen mitnehmen. 110 Gold. Ja, haben oder nicht haben, ne? So, hier mal gucken, kann man irgendwas... Also, hier ist ein Therapy voll. Also, ich würde sagen, aber da habe ich nichts davon, mal, ne? Weil das ist ja... Motonavi. Jetzt ist die Frage, wenn du mit Glumanda das Stravickel oder das... Also, das Ding ist, wie vielte Runde ist es? Züge übrig 11. Das heißt... Wenn 15, 14, 13, 12, 11 ist die fünfte Runde. Das heißt, du kriegst schon nicht mehr das Serpifeu, aber du kannst noch das Stravickel und das, wie hieß der nochmal? Vegimak. Vegimak. Die kannst du noch bekommen, wenn du sie mit Glumanda besiegst. Dann musst du keine neuen Krieger rekrutieren und hast gleich welche fürs nächste Königreich. Deswegen würde ich das sogar empfehlen, dass du irgendwie versuchst, dass du mit dem Glumanda erstmal versuchst, das Stravickel weiter zu schwächen. Dann ist das Banner auch geschützt. Sieht schon nicht schlecht aus. Oder möchtest du mit dem Evoli zuerst drauf auf das? Dann ist es schon tot. Dann müsste von den Werten... Müsste gehen. Ja, gut. Ja. Gut, dann versuchen wir es damit. Also, das wäre halt wirklich, um sich jetzt noch eine Runde Krieger rekrutieren zu ersparen. Ja. Und dann mit Pummeluff, also erstmal die Heilung von Oichi benutzen, damit in der nächsten Runde nichts Schlimmes passiert. Ja. Weil dein... Ups, warte. Genau. Weil dein Glumanda wichtig ist, um das zu besiegen, das Vegimak. Und jetzt mit Pummeluff das Vegimak schon mal schön. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, weil hier stehe ich niemandem im Weg. Genau. Das ist nicht die Welt. Achso! Fünfmal. Ja. Also, bis zu. Genau. Oh, so. Wenn die jetzt alle Volltreffer gewesen wären, wäre natürlich schlecht gewesen, aber... War das nicht in Generation 1 so, wenn der erste ein Volltreffer war, war der Rest auch? Ja, ich glaube da so. Ja. Also, und jetzt hier nicht das Banner einnehmen, extra aus taktischen Gründen. Ich glaube mal, da bin ich schon. Ja. Und dann kannst du nämlich, du könntest sogar noch für ein paar Link-Prozent... Oh. Das Snivy, das Serpifeu
irgendwie mitbesiegen mit Pummeluff und mit Evoli. Vielleicht klappt das ja. Ich überlege in der nächsten Runde schon. Ich überlege. Warte mal, ich guck mal, wie weit mein Flampion laufen kann. Ob das schon bis zu dem Busch kommt vielleicht. Mhm. Ah nee, bei weitem nicht. Nee. Könnte höchstens bis zu dem und landet dann wieder am Anfang. Ja, das kommt nicht. Ich geh mal da rein. Ja. So. Dann. Also wie gesagt, das würde ich auch noch besiegen für die EP. Ich überlege, ob das Evoli das Vegimak nicht irgendwie... Achso, naja, nee, das sollte es ja nicht, weil das Glumanda muss es besiegen, damit es in dein Team kommt. Wegen sehr effektiver Attacke. So. Rekrutieren und so. Verstehe. Und das Serpifeu würde ich nur besiegen für die extra EP. Verstanden. Das heißt, ich mache das? So. Ja, stimmt. Du kannst ja... Richtig, richtig. Du kannst ja erstmal das tun. Stört ja nicht. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Dann würde ich mit Glumanda jetzt, mit Evoli aber zumindest die Fahne ja. besetzen. Ja. Und mit Pummeluff dann einfach ein paar Mal auf das Serpifeu draufhauen. Mal gucken, wie oft. Für drei. Ja. Nein! Mist! Was ist denn heute? Oder soll ich daraus machen, wenn der Platz dafür da wäre, würde ich machen, so ein Mist! Finde ich gut. Also ich habe festgestellt, oder ich weiß jetzt, wie ich längere Sprites durchaus einfügen kann, aber ich darf sie nicht zu groß machen, sonst gibt es da Anzeigefehler. So ist es zum Beispiel bei dem Junge und Mädchen Sprite. Ich kann sie beide dort irgendwie mit einfügen, aber wenn ich beide drin habe, dann wird auf einmal das C von Mädchen irgendwie grischelig und an einer anderen Stelle dargestellt. Mhm. Sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber ich werde das noch überarbeiten müssen. So eine Runde später dann noch. Nochmal. Ja. Bitte diesmal treffen. Voll auf den Hintern. Also wie Emmy damals. Ja. Das ist dann ewig, bis dieses blöde Flampion da oben ankommt. Ja. Bis dann ist der Kampf vorbei. Ja, hier ist natürlich jetzt die Sache. Ich nix also, eigentlich, ne? Nee, also das Einzige, was mir einfallen würde, ist. Stehen bleiben. Genau. Ja. Also ansonsten, es wäre auch nicht schlimm, wenn jetzt die zweite. Fahne mit einnehmen würden, aber warum soll man das? Ich will das irgendwie machen. Ja. Wie gesagt, das spart dir einen ganzen Kampf quasi. Und dann noch diese. Aber dafür hast du das bald auf deiner Seite. Stimmt. Mit dieser Fähigkeit. Und die Ranke ist wieder gewachsen. Endlich. Aber das wird nur einmal im ganzen Kampf angezeigt. Der Text. Nur beim ersten Mal. Rauke ist gewachsen. Die Rauke. Die Anke ist gewachsen. Ja, endlich! Wow, ihr seid ein paar eisenharte Camper. Oh! Ah! Wir sind Camper! Damit kann ich nicht mithalten. Die Camper! Mach doch einfach Camper draus. Ja. In also, der Meme-Version. Wir haben ja auch gecampt an der Fahne. Ja. Aber das kann auch so ein Fehler sein, der sich eingeschlichen hat, weil während ich da so getippt habe, ist mir aufgefallen, irgendwie manche Tasten an meinem Laptop sind mittlerweile so, da muss man stärker draufdrücken, damit der Buchstabe auch wirklich kommt. Ja. Dann seitdem habe ich per USB-Adapter nochmal extra ein kabelloses Keyboard, also hier eine kabellose Tastatur mit angeschlossen, mit der das nicht passiert, aber das ist erst nach einer Weile passiert, deswegen kann da immer mal Buchstaben fehlen. Naja, was soll's. Haben wir mehr Spaß daran. Und Camper. Ja, Camper. Ihr seid eisenharte Camper. So, wir haben das Serpifeu wieder auf dem Puppen. Mhm. Hammer's jetzt bald. Hammer's?
hämmert jetzt bald. Ist jetzt die Frage, wenn du 10 Schaden auf einmal machen kannst, dann würde ich sogar nach oben drüber und... 8. Ja, aber auf der anderen Seite, selbst wenn es das einnimmt, würde erst eine Runde später geheilt werden. Vielleicht wird es ein Volltreffer. Verdammt! Nein. Aber dafür 110 Gold. Und? Das Lampion kommt auch zur Party. Ja, das kann er noch. Das kann den Finishing Move machen. Du musst dann nur Evoli aus dem Weg nehmen. Das ist okay. Oh je. Oh nein, er macht genau das, was wir erwartet hatten, dass er macht. Das ist aber nicht so schlimm, weil jetzt kann ich einfach... Ja, also da würde ich... Du kannst sogar die Kiste einsammeln. Ja, oder mit Evoli, damit es aus dem Weg ist. Und dann kannst du mit Flampion einmal den Finishing Move machen. Ich würde aber trotzdem mit dem Glumanda zumindest die Kiste sammeln wollen. Okay. Ja, wäre besser, glaube ich, ja. Vielleicht dann auch gleich kämpfen. Dann kämpf auch gleich. Weil, stell dir mal vor, wenn Flampion jetzt nicht trifft... Stimmt. Dann hätten wir ein Problem. Ist die Genauigkeit so gering? Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich... Also... Für uns. Ja. Das... erobere jetzt alle Banner. Du kriegst zumindest eine Prozentanzeige, wie auch bei so Spielen wie XCOM, wo du 99% angezeigt kriegst, trotzdem trifft's nicht. Und das in mehr als 9, in viel zu vielen Fällen. In mehr als 1% der Fälle. Verstehen. Ja, jetzt kannst du. Nehme ich das, ne? Nimm das. Hier sind so viele Banner, es ist eine Bananenrepublik. Eine Bananenrepublik. Ja, die Banner wurden alle von Bruce aufgestellt. Oder weißt du was? Dieses Spiel ist eine Banner-Saga. Oh, ich glaube, wir haben gewonnen. Da bin ich aber erleichtert. Ja, gewonnen. Gewonnen. Und? Oh. Vor allem hat Glut was hinzugewonnen. Hat Glut was hinzugewonnen? Boah. Auf einmal auf 100 Stärke. Piu, piu.